Eure kleine Lorcha flügt durch das Meer, wirbelt schleimige Gischt auf und bricht die Kruste des Wassers. Irgendetwas sitzt unter euch und ihr wisst nicht genau, wie spät es ist. Keine Sonne, keine Sterne am Himmel zu sehen. Die Nacht hat sich um euch gelegt, um euch gestülpt und ihr versucht, einem Feind zu entfliehen, der direkt aus der Niederhölle der unbarmherzigen Ersäuferin kommt. Evadaios hat allen Unbill zum Trotz die Segel in den Wind gedreht, die Matrosen, starr vor Schreck und Aberglaube, blicken an der Reling vorbei ins tiefschwarze Wasser. Einen gehörnten Dämon unter euch, ihr segelt durch die blutige See. Und Rigo packt Tistan an der Schulter, zieht ihm ein Stück zu sich, weg von der Reling. Los, an die Arbeit, sagt er sehr etwas grob und lauter. Nur um zu hoffen, dass die Nächsten dann seinem Beispiel folgen. Und zieht den Mann Richtung Mast. Wir sind ja eine einmastige Lorcha und sagt ihm, rauf in die Wand, los. Wir müssen gucken, dass wir Fahrt machen. Jawohl, mein Herr. Ich kletter. Kannst du sehen, auch wie er dann die Reling, die Wand nach oben klettert, in das Drachensegel hinein und versucht das, was jetzt einfach da ist, mit den Rollen und Tauen, wieder zurück in den Wind gedreht hat, dass es Ganze noch einmal greift. Es ist immer noch tief schwarz, die letzten paar Sturmlaternen, die ihr an Bord hattet, gehen langsam aus. Und wenn ihr noch einmal einen Blick riskiert, alles andere ist ansonsten dunkel, könnt ihr tatsächlich erkennen, irgendwelche schwarzen Hände oder Tentakel greifen nach den Sturmlaternen und scheinen sie wohl zu umgeben, sie zu löschen. Männer, wehrt sie ab! Wie groß sind die Tentakel? Auf uns sprechen! Halte einen Moment durch! Das sind kleine Fetzen, ungefähr so groß wie eine Hand, ungefähr so breit wie eine Hand, also nicht besonders groß, aber sie bestehen vollständig aus Schatten. Rodrigo möchte schnell versuchen, hochzuklettern, um ein Positionslicht, was wir in den Wanden haben, zu sichern und auf den Boden der Tatsachen zu bringen, auf den Boden des Hauptdecks hier. Ja, du kannst einmal nach oben klettern. Schauen wir doch mal, ob das eine Probe hergibt. Und du brauchst zu lange. Du kannst noch einmal nach der Sturmlaterne greifen, fällst nicht ganz nach unten, aber siehst dann, wie neben dir ein weiterer Schatten dich überholt und einmal um sie greift, sich um den Docht legt und dann ist sie aus. Aber der Schatten hat sie nicht mitgenommen, die Laterne? Nein. Dann will ich trotzdem Laternen nehmen und nach unten bringen. Gut. Denn die kann ich wieder entzünden, hoffe ich. Ja, dann rutschst du Seile wieder nach unten und hast immer noch die warme Laterne in der Hand. Das Öl ist immer noch heiß und musst ein bisschen aufpassen, dass es dann mit dem schwankenden Schiff, kannst du auch immer noch sehen, wie schnell ihr seid. Wirklich sehen, wohin ihr fahrt, könnt ihr nicht, weil alles immer noch schwarz ist. Ihr habt jetzt unbekannten Kurs gesetzt. Irgendwohin einfach nur weg. Aber naja, solange ihr Wasser unter euch habt, würdet ihr wohl glauben, dass ihr dem Ganzen nicht entkommen könnt. Ja, zumindest spritzt die Gischt links und rechts des Schiffes immer noch so ein bisschen weiter auf das Achterdeck bzw. auf das Hauptdeck. Und du kannst dann ja mit der Laterne in der Hand zu Brindigi aneilen. Der steht so ein bisschen im Weg und du kannst erkennen, wie du gerade ihn ansprechen willst. Da ruckt einmal das Segel, das Drachensegel so ein bisschen herum, ein Tau löst sich und die Ankerrolle schlägt auf Brindigians Kopf. 1W6 Kann SP. Kann ich versuchen, das aufzufangen, das Tau irgendwie? Nein. Brindigian ist zu überrascht, er stand die ganze Zeit im Weg rum, wusste nicht genau, was er tun soll. Evadaios hat mit schnellen Handgriffen das irgendwie versucht zu sichern noch, aber er muss wohl echt ein Pechmagnet sein. Brindigian. Beziehungsweise Brindigian wird sich auch, also als die ersten Tentakeln aufgetaucht sind, sich auch mal irgendwie zur Reling gemacht haben und vielleicht da irgendwie diese Winde abgekriegt haben, um zu sehen, ein bisschen genauer zu erkennen, was da überhaupt unten ist. Ja, du kannst nur in das nachtblaue Wasser hineinblicken. Du kannst noch eine Andeutung von schwarzen Hörnern erkennen, aber es ist einfach zu dunkel. Rondrigian, hast du was erkannt? Mach mal hier Feuer. Du hast doch bestimmt Feuerstein Stahl dabei. Und reich dir in der linken Hand halten die Laterne hin. Die versuchen unsere Lichter zu löschen, sie wollen uns blind machen. Sagt Rodrigo etwas aufgeregt und mit lauterer Stimme. Wir müssen vorsichtig sein, dass es uns nicht angreift, wenn wir das Licht in der Hand haben. Aber Brindigian nimmt dann trotzdem
seinen Stab und entzündet ihn. Und ja, wird damit die Lampe wieder anmachen. Während du deinen Stab auf den Boden des Deckes klopfst, um damit einmal das magische Licht zu entzünden, kannst du erkennen, wie wohl Schatten um dich herum stehen. Sie sind menschengroß, haben auch ja ungefähr die Größe und die Länge eines Menschen, aber sie sehen sehr formlos aus und stehen ebenso wie ihr jetzt auf dem Deck. Du kannst grob die Umrisse eines Seemannes erkennen, es sind viele. Um die 20 Schatten, die jetzt hier auf dem Schiff stehen. Rodrigo schlägt nach einem der Schatten, der direkt zunächst zu Brindigian schlägt, mit seiner Axt. Denn er hat zuvor gehabt, mit der einen Hand in der Axt und die andere Hand die Laterne kampfbereit hier rumstehen zu wollen. Ja, würfel doch gerne mal einen Angriff, je nachdem, wo du hinschlägst. Einfach mal eine Attacke, ja, also die stehen jetzt nicht unbedingt mit dem Rücken zu dir oder sowas. Du schlägst mit deiner Streitaxt zu, beziehungsweise das ist die neue, die du bekommen hast, ne? Ja, richtig. Mhm. Deine Axt. Und ja, versucht dem geisterhaften Wesen, sofern man das nennen kann, in den Torso zu schlagen. Ein einfacher Schlag, aber dennoch sehr wuchtvoll. Ja, du merkst, wie deine Axt durch den Körper hindurch gleitet und der Rücken teilt sich auch an der Stelle, wabernd, nebelhaft und zerfließt dann. Du kannst aber auch sehen, dass er dich nicht wirklich angreift, sondern einfach nur ebenso wie eure Matrosen jetzt hier an dem Deck steht und ja, teilweise so ein bisschen umhereilt. Also du siehst jetzt wirklich viele Gestalten, die ebenso wie ihr seemännischen Dingen nachgeht. Also Brindigian wird sofort in eine verteidigende Haltung springen, nimmt seinen Stab in zwei Hände, der an einem Ende immer noch leuchtet, und ja, versucht sich erstmal vor eventuell eingehenden Angriffen zu schützen. Ja, wenn das aber offensichtlich nicht passiert, versuche ich mal irgendwie zu erkennen, ob die, ja, keine Ahnung, ob da irgendwie ein System drin ist, ob die überhaupt irgendwie uns wahrnehmen oder ob die, keine Ahnung, gezielt gegen uns vorgehen oder sowas? Nein, gar nicht. Du versuchst so ein bisschen das System zu erkennen und kannst auch sehen, dass wohl einige Schatten in Matrosen drinstehen, als würden sie aus einer ja, anderen Dimension euch überlagern, euer eigenes Schiff. Du kannst auch Stimmen vernehmen, als ob sie weit, weit entfernt sind. Du kannst auch sehen, wie einige Schatten wohl ihre Münder, formlos wie sie sind, öffnen und irgendetwas brüllen, schreien. Aber es ist zu leise und zu, ja, zu verzerrt, als dass du irgendetwas erkennen kannst. Aber du kannst die leichte Panik in den Stimmen hören, die die Schatten selber haben. Sie blicken allesamt nach unten, einige hängen noch in den Segeln. Und du kannst jetzt auch erkennen, wie einer von diesen Schatten nach unten stürzt. Du hast dich kurz ein bisschen erschrocken, blickst nach oben und du kannst erkennen, dass eure Drachensegel, die ehemals noch dort waren, nur noch aus Tangfetzen, aus Algen bestehen, die verrottet und vermodernd jetzt in euren Segeln gehisst sind. Vom Achterdeck hört ihr Gebrüll. In Namen der Herren Rondra, meines Herrn Effert und den übrigen Herrschern Alvarans. Unheiliges Gezücht, weicht von meinem Schiff! Ja. DJ Hahn, sind die Geister magisch? Tun die uns was? Was ist hier los? Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Sie fühlen sich so aus, als wenn sie irgendetwas sehen, was zu einer anderen Zeit passiert ist. Ich kann es auch nicht genau sagen. Du leuchtest noch einmal mit deiner Stabfackel über das Schiffsdeck in die eine oder andere Richtung. Die Schatten scheinen überhaupt nicht auf dich zu reagieren, aber dann kannst du etwas erkennen, was wohl aus deiner Dimension zu kommen scheint. Aus der nachtblauen, wabernden Flüssigkeit. Du möchtest es nicht mehr als Wasser bezeichnen, es sieht eher ölig, schmierig aus. Steigt grüner Nebel auf. Steigt aus den Wogen auf, verdichtet sich. Du kannst auch sehen, wie ihr ja, tief in der Schwärze, in der ihr hineinfahrt, wohl auch in diesen Nebel hineingleitet. Du kannst sehen, wie einige grüne Tropfen sich an der Takelage und auf dem Deck absetzen, wie sie ja an den Algen, die jetzt gehisst sind, sich ablagern und in einigen Tropfen dann hinunterfließen, aufs Deck platschen.
Was ist das denn jetzt? Erkenne ich das, was hier passiert, was das ist? Noch nie gesehen. Kapitän, Befehle! Ruft Rodrigo zu Jalan rüber und schaut wirklich erwartungsvoll. In einer Hand eine Streitaxt, siehst du, und in der anderen Hand die Fackel, die Laterne aus den Banden. Also, ja, es bringt es mal ein bisschen nach rechts. Ich will nicht auf irgendein, Richtung Steuerbord. Ich will nicht auf irgendeinen Felsen auflaufen, so nah wie wir an der Küste sind. Ei! Rendijan, wisst ihr, was hier vor sich geht? Ich habe das noch nie gesehen, aber haltet euch bereit. Es könnte sein, dass es angreift. Ich weiß nicht, was es ist. Rodrigo, macht die Söldner bereit. Die Söldner sind natürlich auch auf eure Rufe hin von unten nach oben gestürmt, sehen sich jetzt mit ihren Waffen gezogen um und wissen nicht genau, was sie tun sollen. Sehen nicht wirklich entsetzt aus, ihr könnt aber sehen, dass der Aberglaube gerade in allen Seemännern zu pochen scheint und ihre Arbeiten maßgeblich verlangsamt. Und in Praias Namen zündet mal jemand die Laternen wieder an. Helmer sprintet jetzt in Richtung von Brindigian, der wohl gerade irgendwie am Steuer steht. Warum auch immer, oder wer steht gerade? Ephadaios? Jalan? Ja, am Steuer. Ephadaios steuert. Wer wirkt den Schutzsegen? Ephadaios. Dann hast du das Steuer jetzt verlassen. Das Stiff segelt mit der vollen Geschwindigkeit, die ihr jetzt gesetzt habt. Und es gibt lange Zeit erstmal keinen Steuermann. Wenn er das Steuer loslässt, möchte ich das ganz gerne übernehmen. Das gut. Hatten wir letztes Mal ja so abgesprochen. Ja, dann Ephadaios läuft in einem großen, also Kreis ist es nicht, sondern läuft einmal die Umrisse des Schiffes ab und möchtest du irgendwas mit Kreide zeichnen oder so? Nee. Einfach so den Schutzsegen. Mein Ephabart, den habe ich immer neben mir, neben dem Steuerrad, benutze ich und schlage alle paar Meter auf den Boden, um den Bereich zu markieren. Mhm, okay. Ja, ihr könnt erkennen, wie die Schatten sich langsam verflüchtigen. Dann, wenn du deinen letzten Schlag mit dem Effort-Part getätigt hast und dann wieder neben Jalan stehst, der das Steuer dann ergriffen hat, kann in der Dunkelheit eben genauso wenig sehen wie alle anderen. Wascha hatte noch kurz mit ihrem Dolch nach den Schattenwesen gestochen, hat aber auch wenig Erfolg. Also die Schatten haben sich verflüchtigt, aber auch nicht auf sie reagiert. Und alle sehen sie jetzt so ein bisschen kopflos aus. Ja, Helmer rennt dann, wie gesagt, auf Jalan zu, beziehungsweise Ephadaios kommt dann auch gerade auf euch zu. Wir müssen zurück an Land. Wir können diesem Ding nicht ausweichen, wenn wir auf dem Wasser segeln. Wie lange wollt ihr denn segeln? So lange, bis es fort ist. Wir können wohl schlecht bei dieser Sicht irgendwo an Land gehen. Oder soll ich das Ding auf den Riff setzen? Wir können ihm nicht entfliehen, wenn wir auf dem Wasser bleiben. Wo ist das denn? Sieht das jemand? Es ist unter uns, immer noch. Ja, mittlerweile ist der Nebel weiter nach oben gezogen und kriecht jetzt nicht wirklich tentakelhaft mit langen Fingern, sondern einfach mit einer großen Wolke auf das Hauptdeck. Männer, Frauen, ruft Trondrigo den Söldnern zu, sorgt dafür, dass ihr genug Licht habt. Holt, lasst euch die Laternen aus den Wanden geben, die sowieso geradeaus sind. Ja, dann drückt er verdammt. Ruft den Söldnern zu, in der Hoffnung, dass, wenn es gleich zu einem Kampf kommen sollte, die Leute wenigstens Licht haben. Ja, ungefähr von den, ich weiß nicht, 10 Söldnern, die ihr habt, werden dann 3 losstürmen und die mittlerweile ausgegangenen Sturmlaternen wieder versuchen anzuzünden mit Feuerschein und Zunder. Was tut Jalan? Ja, dann drückt er von da ist das Steuer wieder in der Hand und bewegt sich wieder zu Brindigian hinüber. Brindigian, könnt ihr das Vieh irgendwie loswerden? Was auch immer das ist. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich muss erstmal wissen, was es ist, um dagegen vorgehen zu können. Kapitän! Duchter Mist, ja. Vielleicht können wir es im seichteren Gewässer abhängen. Das wäre aber wieder dichter ans Ufer. Dann fahrt uns dichter ans Ufer. Mittlerweile könnt ihr auch sehen, dass das nachtblaue Wasser um euch herum blubbert, so als ob es heiß geworden wäre. Spritzt teilweise auch weiter nach oben und weitere schleimige Fäden, fast wie Eiter, die dann weiß an dem Schiff zurückbleiben.
Und ihr könnt es jetzt riechen. Die grüne Wolke ist weiter nach oben gezogen. Und ihr bekommt erst einmal ein W6 Ausdauerschaden. Schaden oder Verlust? Ausdauerschaden. Das heißt, vollen W6 als Ausdauerverlust und die Hälfte als SP. Ihr könnt es riechen, wie es salzig ist, nach euch greift. Ihr könnt Algen schmecken auf der Zunge. Ihr könnt auch ein bisschen Blut auf eurer Zunge schmecken, so merkwürdig das auch klingt. Ihr habt vermutlich recht, euer Gnaden. Versucht uns irgendwie in die Ufergewässer zu bringen, ohne uns an Land zu setzen. Alles klar! Schleuder das Steuerrad rum und blicke in die Schwärze der Umgebung, versuche, wie Mondlicht oder Sternenlicht zu nutzen, um leichte Umrisse zu erkennen, in den Wellen oder an Klippen. Würfel mal eine Sinnenschärfeprobe. Schwert um 15. 15, Möchte ich mir hochmirakeln? Ja, während du versuchst, in die Schwärze zu schauen, könnt ihr die anderen können erkennen, wie Ugdan versucht, so ein bisschen die Matrosen zu beruhigen, versucht, auf sie einzureden. Er selber ist zwar auch panisch, überlegt auch kurz, ob er nach unten eilt und dort irgendwas tut, aber da unten ist der Nebel wohl noch dichter im Unterdeck des Schiffes, sodass er jetzt sich ein bisschen auf diesen Mast gestellt hat, so ein bisschen nach oben geklettert ist, hält sich jetzt mit seinen beiden Händen hinterm Rücken verschränkt am Mast fest und versucht so ein bisschen die Menschen zu beruhigen. Die klettern alle sehr panisch jetzt vom Hauptdeck nach oben auf das Achterdeck, was ein bisschen weiter oben gelegen ist, oder ebenso in die Wanten und dann nach oben in die Drachensegel, die ja immer noch aus Algen bestehen. Ephadaios kann nichts erkennen. Es ist rabenschwarz. Es ist niederhöllisch schwarz. Du bist dir vielleicht nicht einmal ganz sicher, ob ihr noch in dieser Dimension seid oder bereits durch irgendeine Pforte direkt in die Niederhöllen gefahren seid. Ich fahre blind. Muss jemand in den Ausguck? Kann jemand was sehen? Ich kletter mal hoch, wenn ich kann. Ja, Kletternprobe, wenn du willst. Ich würde mal erste Hand werfen, 4. Also um 8. Hast du dir eigentlich auch W6 Ausdauerschaden gegeben? Ich habe nie gesehen, dass du gewürfelt hast. Nee, hat sie nicht. Habe ich nicht. Ach du Schande. Ja, dann steht Wascher plötzlich oben auf dem Krähennest, so wird es dann da vorhanden ist. Es ist keine wirkliche Plattform, sondern einfach nur ja eine kleine Erhöhung, ein kleiner Tritt, der da auf dem obersten Hauptmaster angebracht worden ist und stiert dann in die Schwärze, in die Finsternis. Unter dir kannst du sehen, wie die Sturmlaternen nach und nach entzündet worden sind. Hat wohl ein bisschen gedauert, weil man von unten dann die Sachen wieder nach oben holen musste. Aber auch du hustest und keuchst so ein bisschen, denn auch du hast diese salzige, brackige Luft eingeatmet, die sich jetzt auf deine Lungen niederlegt und musst es erstmal loswerden aus deinen Lungen. Aber ich guck jetzt mal rum, sehe ich denn irgendwas oder auch gar nichts wirklich? Du kannst auch gerne eine Sinnschärfeprobe würfeln. Also da oben meinetwegen nochmal erleichtert, sie ist nur erschwert um 12 und nicht um 15, aber auch da oben ist das Ganze schwer zu durchblicken. Du kannst auch so ein bisschen sehen, wie die grünen Wolken sich um die Sturmlaternen legen. Na, eigentlich ist diese grüne Wolke überall, diese Dämpfe, diese Schwaden, und ihr seid direkt in einen grünen Nebel hineingefahren. Aber auch du kannst nichts erkennen. Ihr könnt den Kurs neu anlegen. Ihr habt euch jetzt geeinigt auf Festland. Wie viel Grad wollt ihr denn fahren? Wir hatten vorher ja kurz wieder auf höhere, tiefere Gewässer gelenkt.
Ja. Das heißt, das einmal zurücklenken und dann noch zusätzlich 45 Grad einschlagen. Wir waren noch einmal. Okay. Wir waren vorher auf 60 Grad Nordost. Okay, dann sind wir jetzt auf. Also, wie viel Grad willst du jetzt das Steuer einlenken? Auf Nord. Nee, also wie viel Grad? Null. Null. Dann behältst du deinen Kurs so bei, wie er jetzt ist. Ach so, so meinst du das. Genau. Er sagt, er möchte auf Null, also stark Nord. Minus 60 Grad. Minus 60 Grad. Gut. Außer kurze Frage, wenn ich da oben stehe und feststelle, ich sehe nichts, kann ich die Augen schließen und auf eine Orientierung würfeln? Das würde ich auch zulassen, ja, dann könntest du auf alle Fälle dann auch versuchen, dich zu orientieren. Das ist natürlich auch, wie jede Probe hier jetzt gerade, um 15 Punkte erschwert, wie die vorher ich auch. Ich versuche trotzdem. Ja. Innerer Kompass oder sowas zählt, Hilfsmittel hast du da oben jetzt nicht. Sowas wie Kompass, das hätte man dann unten gehabt oder so. Ich brüll so lange mal die Mannschaft an. Ey, ihr feigen Hunde, kommt wenn ihr hier runter und haltet das Schiff in Gang, sonst sind wir alle bald tot. Heilkunde Seele. Kann ich auf Überzeugen ausweichen? Kannst du machen. Erschwert um 10, oder? Erschwert um 10, ja. Okay. Gucken wir mal. Denn das ist jetzt nicht wirklich... Die haben nicht das Problem, dass sie deine Befehle nicht beachten wollen, sondern es ist jetzt einfach gerade ihr eigener Aberglaube, der sie gerade quält. Und das vollkommen zurecht. Ja, ihr fahrt und spürt den Wind. Rodrigo würde ganz gerne sagen, Leute, also ruft laut, ich kann es leider so nicht im TS nachmachen. Ja. Leute, kommt da runter. Nur wenn ihr hier unten seid und Effort dient, schaffen wir es gemeinsam, uns unseren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Unter unserem Schiff ist das Böse. Es wartet nur darauf, dass ihr Angst habt, das Schiff zu lenken. Habt keine Angst. Sträubt euch nicht. Stellt euch der Gefahr. Wir werden euch beschützen, so gut wir können, aber wir brauchen eure Hilfe. Dies ist eine Gemeinschaftssache. Dieses Schiff fährt sich nicht, wenn alle in den Wanden stehen. Nun kommt schon. Du, Plolter, runter mit dir. Du, Tjolme, runter mit dir. Du, Tistan, runter mit dir. Wir schaffen das, gemeinsam. Ja, auch du, Heilkunde Seele. Ja, versuchen wir mal. Ich habe vergessen, 3 Punkte Erleichterung einzurechnen durch gut aussehen, dann wären es 7 Sterne. Gut. Ja, dann kannst du sehen, dass sich die Leute an deine Worte klammern und jetzt versuchen, aus den Segeln hinunterzusteigen. Und trotz dieses grünen Nebels, der um euch herumwabert, wieder zu helfen, wieder in den Tauen herumruckt und nochmal nachzieht, wenn sie sich ein bisschen gelockert haben. Der Wind bläst immer noch in eure zerfetzten Algen-Drachensegel, wie auch immer das da gerade noch fährt. Normalerweise kann der Wind in diese Dinger nicht reingreifen. Muss vielleicht sowas wie eine, ja, entweder Vision oder eine Illusion sein. Dann könnt ihr erkennen, wie der Inquisitor sich nach vorne stellt und einmal laut brüllt. Herr Braios, ewige Sonne, heiliges Licht, spende deinem Diener Helligkeit, auf dass die Nacht weiche und alles vor deinem strahlenden Auge liege. Ja, er verführt einmal eine Geste, die segnende Sonnenscheibe, und dann könnt ihr erkennen, wie aus der Nacht, also eine wirkliche Wolkendecke gibt es nicht, ein Lichtstrahl nach unten bricht. Und ihr könnt Festland erkennen. Ihr habt jetzt mittlerweile noch 5 Minuten in den in den Segeln herumgezurrt und den Befehlen von Rodrigo, Jalan, Ephadaios Folge geleistet. Das heißt, ihr bekommt einen weiteren W6 Ausdauerschaden, den es alle Spielrunde gibt. Und dann, wie gesagt, könnt ihr jetzt vor euch Festland erkennen. Und da muss jetzt einmal der Kurs korrigiert werden, sonst werdet ihr ganz, ganz hart auf eine sandige Küste aufschlagen. Was Wascher von oben nicht wirklich erkennen oder sehen kann, sondern eher hören kann, vom Festland gibt es immer noch Geräusche, und zwar heulendes Klagen, was ja wohl aus den Niederhöllen zu kommen scheint. Also auch an Land werdet ihr, ja, du kannst nicht wirklich an der Gefahr erkennen, aber auch da lauert irgendetwas auf euch. Dann brüll ich mal von oben nach unten. Seid vorsichtig! Das Land ist auch nicht sicherer!
Du, Epadaios. So, Kurskorrektur, und zwar Seefahrtsprobe. Das ist jetzt für den Steuermann nur, also ich vermute, das ist jetzt Epadaios. Schwert um 7 Punkte. Ja, komm, Doppel 20 ist immer drin. Entrückt, daher ist noch ein bisschen weiter erleichtert. Ja. Dann kannst du verhindern, dass euer Schiff mit einem knackenden oder berstenden Geräusch auf diesen Sand aufsetzt, sondern reißt einmal das Ruder rum, drehst noch einmal die Segel so aus dem Wind, dass ihr Geschwindigkeit verliert und ja, ihr werdet nicht mit dem Bug aufsetzen, sondern direkt neben dem Strand in seichtes Gewässer schiffern, also dass ihr dort mit dem Licht des Herrn Praios direkt vor euch einen kleinen Strand erkennen könnt. Eine kleine Düne dahinter, die etwas grasbewachsen ist, und hinter euch ist die See immer noch, ja, tiefblau. Ist dieser Nebel noch bei uns? Sind wir da noch so halb drin oder haben ja, wir den hinter ihr seid uns immer noch im Nebel. Gut, dann brüllt ja dann einmal: Alle Mann an Deck! Bereit machen für Landgang! Alle Mann an Deck! Wird der Ruf wiederholt. Und Rigo hält noch einmal die Luft an und stürmt unter Deck, um seinen Rucksack zu holen. Okay, 1W6 Ausdauer. Denn da unten kannst du sehen, musst dich auch ein bisschen orientieren. Ich würde mir sogar noch 6W6 einfangen, wenn es sein muss. Ich würde noch versuchen, Borschas Sachen zu greifen. Plus Rashika? Plus Rashika. Da muss ich mich auch nochmal runterrennen. Gut, dann nimm noch ein W6 für sie, dann muss sie nicht nach unten rennen. Und ja, deine Ausdauer ist nicht das Problem. Du hast große Lungen, die du gefüllt hast, aber ja, die Orientierung ist so ein bisschen das Problem. Alles sehr grün hier unten. Du kannst auch sehen, wie hier wohl Tang von den Holzbohlen herunterhängt, was sich hier wohl so ein bisschen, ja, der Schleim oder die Gischt, die sich dann hier von oben nach unten gefressen hat, kannst du fast sagen. Ja, aber dafür hast du erstmal keine Augen. Das muss sich dann später jemand angucken. Kommst du dann mit den Sachen von dir und Wascher wieder nach oben? Daraus stimmt auch vom achteren Deck hinunter. Ugdan, der Anker! Wirf den Anker! Anker! Unterm Bereich.